Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Wir befinden uns derzeit in der Leichenhalle, die glücklicherweise nicht so groß ist, aber dennoch irgendwie gruselig. Wir schauen erstmal, was es hier gibt auf diesem kleinen Altar. Oh, ein Glück. Oh Gott, ein Glück. Koshiros Untersuchungsprotokoll 2. Um Gottes Willen, alles klar. Also finden wir jetzt wahrscheinlich auch noch 3. Ich habe echt gedacht, ich habe das verpasst. Okay. まつりの中に灰原は発見できず、神楽の間はこの建物は締め切られ、誰も出入りできない。俺の勘が外れたか。しかしこの島のどこかに潜伏しているかのせいもある。明日から調査を始める。小さな島だ。 灰原が来ていれば必ずあとを残すはずだ。9月17日、灰原病院。巫女はすでに心肺停止状態。原因不明の突然死と診断されている。9月17日、灰原病院、霊安室。この島では 死者に仮面をつける風習があるらしい。ここはあんまり気持ちのいいものじゃないな。見ない方が良いと言われたが、本人か確認するため仮面を取ってもらうことにする。顔がわからない状態。何があった？写真を撮っておく。博多から 本人と確認。 Kann das sein, dass wir jetzt die Schritte zurückverfolgen? Ich meine, 1 haben wir schon. Nee, 3 fehlt noch. Okay. Totenschein zu Baki Tono. Hier liegt der Autopsiebericht, der zu dieser Leiche gehört. Tono Tsubaki, weiblich, Beruf Krankenschwester, Rogetsu-Anstalt. Umstände des Todes, nahm am Rogetsu Kagura in der Rolle des Gefäßes teil und brach während des Tanzes zusammen. Zeugen berichten, sie sei bereits tot gewesen, als sie zu ihr geeilt waren. Todesursache. Bei der Autopsie konnten weder äußere Verletzungen noch innere Krankheiten festgestellt werden. Die Möglichkeit von Herzversagen besteht, aber ihr Zustand lässt keine klare Schlussfolgerung zu. Gesicht nicht zu identifizieren, Grund unbekannt, aber glücklicherweise kein Erblühen der Patientin. Todeszeitpunkt überschneidet sich mit dem Scheitern des Ritus. Hatte der Ritus der Heimkehr einen Effekt auf das Kagura? Tod womöglich von der Maske verursacht, Herrn Yomotsuki melden. Tsubaki Tono. Tsubaki Tono, 23, Krankenschwester, auf dem Festland geborene Angestellte der Rogetsu-Anstalt. Sie wurde für die Rolle des Gefäßes im Rogetsu Kagura ausgewählt, brach während des Kagura zusammen und verstarb. Die genaue Todesursache war nicht feststellbar. Ihr Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und zerdrückt. Ihr steht etwas vom Einfluss des Ritus der Heimkehr. Ritus der Heimkehr. Das andere Kagura. Der Ritus der Willkommenheißens ist der Name dieses alten... des Willkommenheißens. Das ist der Abriss. Okay, also der Abriss zählt als Willkommenheißen.
Der Einfluss des Ritus auf das Kagura? Bedeutet dies etwa, dass der Ritus des Willkommenheißens gleichzeitig mit dem Kagura durchgeführt wurde? Hä, also im Moment bin ich noch ein bisschen sehr verwirrt, was es mit diesem, okay, mit diesem Ablühen, ja. Oh Gott, das macht er ja wirklich. Hä? Da ist nix. Wo ist es hin? Oh Gott, ich muss mich hinsetzen. Die auch aufdeckeln? Nee. Hä, sie ist aber weg. Warum ist sie weg? Oh nein! Au! Du hast mich geschlagen, du Typ, ey. Was soll das? Glaub ich spinne. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen, schnell. Nur ein bisschen. Also wir sollen eigentlich etwas verbrennen, aber wir haben ja nichts. Ich gehe jetzt mal speichern. Warte. Patrouillierende Schwester. Okay, sie geht da lang, aber wir gehen erstmal hier speichern. Ich bin so gespannt, in was für eine Richtung die anderen Teile gehen. Wir hatten jetzt schon das mit den Reliquaren und an dem Tempel im Wald. Oder dieser, das war ja sowas wie ein Vergnügungspark, gell? Also nicht Vergnügungspark, aber so eine Freizeitanlage. Vorangehende Schwester. Ich glaube, da lang. Hä? Steht da einer? Ich hoffe nicht. So, ich würde erstmal gern mit euch hier lang gehen. Ah, falscher Knopf. Ich hab gerutscht. Also hier, ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen. Wäre aber cool. Verdammt, wir kommen da echt rein, ich hab Angst. Was war das denn? Oh. Was ist denn hier los? Hey, wo ist denn hier jemand? An der Decke? Oh Gott, bitte nicht an der Decke. Ich kack mir gleich in die Hose. Mann! Hier haben wir die Einzelzelle. Und die Einzelzelle kommen wir gar nicht. Oh. Da ist eine Art Guckloch, aber es ist zugerostet. Ach ja.
Boah, hier ist es so absolut abartig. Brennungsofen. Haben sie hier nicht weitergebaut oder warum sah das jetzt so aus? Hallo? Was ist denn hier nur los jetzt gerade? Hä? Wo ist es? Da ist es doch. Koshiro, was bist denn du so widerspenstig? Bauarbeiterjournal, ein Tagebuch gefunden. Die Bauarbeiten wurden fürs Erste unterbrochen. Wir sind von Aufzug im zweiten Kellergeschoss versehentlich in den Ursprungskanal durchgebrochen. Als wir damals den Raum unter dem Büro des Direktors gebaut haben, sind wir ebenfalls auf den Ursprungskanal gestoßen. Was denkt er sich wohl dabei? Unsere Ahnen haben den Bau von unterirdischen Gebäudeanlagen streng verboten. Wenn der alte Ursprungskanal in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann doch das Mondlicht nicht... Die Seite ist hier abgerissen. Guck mal da. Hier gibt es immer noch irgendwas. Ach da. Kräutermedizin. Hier ist echt ein bisschen zu krass. Ach, ich hab die dumme Linse gehabt. In den Rücken. Jetzt hast du aber Glück gehabt, du. Wo ist sie? Da. Einfach mal so Overkill. Okay, wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Boah, 292.000. Geräuschkulisse, oh Gott. Alter. Zeig mir jetzt das... Koshiro, sei mal nicht so eine Hippel. Oh Mann, ey. Bisschen anstrengender wie die Weiber, ey.
Kann das sein, dass da drinnen was ist und wir müssen da rein? Weil hier rastet es ja völlig aus. Nee. Ich glaube, wir müssen da rein. Die kleinen Gucklöcher sind alle zugerostet. Also wir müssen auf jeden Fall rein. Ich weiß noch nicht wie, aber wir müssen da rein. Hier müsste eigentlich zu sein, genau. Mal hier. Mit dieser Vorrichtung lässt sich irgendetwas in der Klinik bedienen, aber was? Okay, das wissen wir noch nicht. Wir sind hier zu früh. Okay, hier darf man noch nicht vorbei. Gehen wir jetzt mal zurück. Ja, das ist da drin. Wir müssen da leider irgendwann mal rein. Hier ist die Gute lang gegangen. Hier gibt's Geschenke. Ha. Oh nö. Hier waren wir doch. Auf der anderen Seite. Keine Reaktion. Irgendwo muss die Stromzufuhr für das Ding sein. Natürlich. Wir wissen doch, wo das ist. Finden irgendwie alles vorher. Dunkler Raum im Schaltkasten. Auf geht's! Yay! Raus aus dem verdammten Tunnel hier, ist voll eng. Gefällt mir immer noch nicht. Schalter betätigt. Es scheint, als hätte dieser Schalter den Strom hier in der Nähe aktiviert. Setze den Rollladen in Bewegung. Kann ich jetzt vielleicht durch die Tür? Ich habe gerade irgendwie so eine innere Angst. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe irgendwie so... Irgendwie spannt mein Oberkörper. Sind die jetzt auch wach vielleicht? Hallo, seid ihr wach da drin? Ha? Also irgendwas passiert da drin noch auf jeden Fall. Hier hockt bestimmt irgendwo so eine Puppe. Aber wir sind ja sowieso nicht auf der Suche nach diesen komischen Puppen. Okay. Untersuche den Verbrennungsofen. Oh nö. Ich fühle nicht, dass ich das möchte. Geht ja eigentlich jede Stufe einzeln? Nee.
Oh. Hey, das war unfair. Direkt mal beschweren hier. Einspruch. Mitteilung, Spezialbehandlung, ein Dokument gefunden. Treffen Sie wie geplant die Vorbereitung für die 5 Patienten, die einer speziellen Behandlung unterzogen werden sollen. Beachten Sie, dass einige von Ihnen ambulante Patienten sind. Tun Sie es unter dem Büro des Direktors, lassen Sie sonst niemanden hinein. Von den stationären Patienten haben Misaki Aso, Zimmer 310, und Ruka Yumotsuki, Zimmer 308, das größte Potenzial. Madoka Tsukimori, Zimmer 203, scheint ebenfalls geeignet zu sein. Nicht ganz sicher bin ich mir bei den ambulanten Patienten Mari Shinomiya und Tomoe Nanamura. Eine dahin gekritzelte Notiz ist angefügt. Man kann die Instrumente nicht nach denselben Kriterien auswählen wie beim Kagura, sonst ist es nicht mehr als ein läppisches Dorffest. Für den Ritus der Heimkehr ließ man bei der Auswahl der Instrumente seit jeher höchste Sorgfalt walten. Reine, aufrichtige und sensible Mädchen. Mädchen, die leicht eins werden mit den Masken und der Musik. Dies war ursprünglich ein ernstes Fest, von dem das Schicksal der ganzen Gemeinschaft abhing. Die Auswahl muss perfekt sein. Selbst wenn sie erst nach reiflicher Überlegung getroffen wird. Reiflicher? Reicht das nicht? Heißt das nicht reichlicher? Reiflicher? Muss ich mal googeln. Die Entführung Täter hinzugefügt. Täter. Wurden die Mädchen entführt, um als Instrumente im Ritus des Willkommenheißens zu dienen? Kommt Yo Haibara als Täter in Frage? Es gibt Anzeichen dafür, dass Personen aus dem Krankenhaus in diese Sache involviert waren. Also grundsätzlich ist sie eigentlich schon sehr offensichtlich, aber wir brauchen halt noch Beweise dafür. Und wenn wir die mit einer Taschenlampe anstrahlen, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass das irgendwas bringt. Okay, hier kommen wir zurück. Der ist hier reingegangen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein jedes Mal. Oh. Hier waren wir halt schon mal. Lesender Jo. Krass. Hi Jo, ich bin auch da. Notizen von Direktor Haibara 2. Das scheint das Notizbuch von Direktor Haibara zu sein. Das Kagura rückt näher. Auch dieses Mal wird das Fest wohl wieder gut besucht sein. Einige Berühmtheiten vom Festland werden auch kommen. Das Kagura der Öffentlichkeit zu öffnen, hat den Ruf der Insel verbessert und uns vielerlei Reichtümer gebracht. Dieses Mal müssen wir auch das andere Fest vorbereiten. Yu wird die Instrumente auswählen und die wahre Maske des Der Mondfinsternis ist fertiggestellt. Der Ritus der Heimkehr beginnt wieder. Die Maske der Mondfinsternis wurde gefürchtet, als die Maske, die die Priesterin erblühen ließ und den Tag der Erlösung herbeiführte, welcher die Insel bis kurz vor den Untergang gebracht hat. Aber indem wir den Ritus der Heimkehr mit der wahren Maske der Mondfinsternis durchführen, wird meine Tochter geheilt. Die Maske der Mondfinsternis ist unsere letzte Chance, das Mondlichtsyndrom zu heilen. Die Maske des Gefäßes lässt ihren Träger sich selbst vergessen, aber der Maske der Mondfinsternis sagt man nach, dass sie für einen Moment alle Erinnerungen auslöscht, sie an den Ort des Ursprungs bringt, das selbst reinigt und dann wieder zurückbringt. Wenn der Ritus der Heimkehr erfolgreich ist, wird unser langer Kampf gegen das Mondlichtsyndrom endlich zu Ende sein. Meine Frau gab sich allein die Schuld an der Krankheit unserer Tochter und setzte nach langen Qualen ihrem Leben ein Ende. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Vielleicht hatte sie Glück, unsere Tochter nicht in ihrem jetzigen Zustand sehen zu müssen. Das Ergebnis meiner Forschung widme ich meiner verstorbenen Frau. Shigeto Haibara, MLS-Forschung 2.
Des Weiteren führte er zur Behandlung des Mondlichtsyndroms eine Zeremonie namens Ritus der Heimkehr durch. Seine Tochter, die selbst schwer am MLS erkrankt war, wohl die Motivation für seine Forschung der Krankheit. Seine Ehefrau starb an den Folgen des MLS. Masken. Maske der Mondfinsternis. Eine Maske, die einst im Ritus des Willkommenheißens verwendet wurde und die die Insel an den Rand des Ruins brachte. Scheint, als sei diese Maske eine Art unaussprechliches Tabu. Hatte Shigeto Haibara tatsächlich vor, mithilfe dieser Maske eine Heilmethode für das Mondlichtsyndrom zu finden? Hatte er deshalb die Maske erneut anfertigen lassen? Hier ist irgendwas. Ah, da. Da! Brief von Soya Yomotsuki. Hier liegt ein Brief. Die Maske der Mondfinsternis, in die ich so viel Zeit und Energie investiert habe, ist endlich fertiggestellt. Ich denke, ich habe alles für diese Maske gegeben. Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung danken. Alte Dokumente über den Ritus der Heimkehr wurden wiederhergestellt. Dadurch erfuhr man, wie die Maske hergestellt werden kann und welche geheimen Materialien benötigt werden. Der Ritus wird mit Sicherheit den gewünschten Effekt erzielen und die Maske der Mondfinsternis wird wahrlich vollendet werden. Die wahre Maske der Mondfinsternis ist nicht das bösartige Artefakt, das den Tag der Erlösung herbeiführt, von dem die Legende berichtet. Soetsus Maske war einfach unvollständig, das ist alles. Diese Maske wird den Weg zur heiligen Sphäre öffnen, von der Soetsu schrieb. Sicher gelingt es euch. Als Wächter der Masken des Kagudas kann ich beim Ritus der Heimkehr nicht da sein, aber ich bete für euren Erfolg. Soya Yomotsuki. Oh, von ihm ist auch eine Tochter dabei, oder? Sie kennen wir auch schon. Untersuche die Verbrennungsöfen. Mal schauen, wo wir sind. Okay, bevor wir hier rausgehen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.